Die Einwohner der Gemeinde Sylt haben am Sonntag gewählt. In der spannenden Stichwahl setzte sich Nicolas Heckel gegen Dr. Gabriele Pauli deutlich mit 55% der Stimmen durch und ist damit der künftige Bürgermeister der Gemeinde Sylt. Der Wahlabend war ungemein spannend. Um 18 Uhr schlossen die Wahllokale. Kurz darauf füllte sich der Saal Friesia im Kongresszentrum in Westerland stetig mit Bürgern. Aus ganz Deutschland waren Medienvertreter angereist. Die Bürgermeisterwahl hatte mit der prominenten Gabriele Pauli für ein großes Medieninteresse Land auf Land abgesorgt. Pauli ist ein Medienprofi und hatte in den vergangenen Monaten die Werbetrommel für sich gerührt und sich mit Wahlkampfversprechen, die auf die dringenden Probleme der Insel abgestimmt waren, ins rechte Licht gerückt. Geholfen hat es ihr am Sonntag nicht. Dennoch trat sie als faire Verliererin auf die Bühne. Ich gratuliere ganz herzlich Ihrem neuen Bürgermeister Nicolas Heckel und wünsche Ihnen viel Erfolg. Alles, alles Gute. Es freut mich, dieses Ergebnis. Ich für mich kann Ihnen, ich kann sagen, jetzt zu mir noch, ich habe so viele Menschen hier kennengelernt und ich werde nicht von der Insel verschwinden, sondern auch bleiben. Und das heißt nicht als Gast oder Tourist hier sein, sondern hier auch mich weiter aufhalten. Und ich freue mich dann auf verschiedene Projekte. Nicolas Heckels Wahlkampf war sachlich geprägt. Er zeigte sich ehrlich, geradlinig und authentisch und bringt nun 20 Jahre Erfahrung in der Verwaltungsarbeit mit ins Westerländer Rathaus. Ich freue mich darauf, mit Ihnen gemeinsam diesen Weg für unsere Insel, für unsere Gemeinde, für unsere Heimat gehen zu können. Vielen lieben Dank für die Unterstützung, für Ihre Wahlbeteiligung, dass Sie hier sind. Ganz, ganz lieben Dank. Wahlkreis für Wahlkreis hatte Heckel im Lauf der Stimmenauszählung auf seiner Seite. Das Votum für Nicolas Heckel war am Sonntag ganz eindeutig. Am 1. Mai beginnt er dann mit seiner Arbeit für die Gemeinde Sylt und für die Sylter. Ja, Herr Heckel, was sagen Sie zu dem heutigen Abend? Ein tolles Ergebnis. Die Wochen des Wahlkampfs haben ein Ende. Jetzt wissen wir, woran wir sind. Jetzt hört für mich das Reden auf, sondern ich kann mich vorbereiten auf die Sachthemen. Ich kann die Arbeit vorbereiten und freue mich darauf, endlich den Worten Taten folgen lassen zu können. Wie geht der Abend gleich weiter für Sie? Nach vielen, vielen Pressegesprächen heute Abend geht es nachher um 20 Uhr im Haus im Hüß weiter, ausgelassen mit Freunden, Unterstützern zu feiern, Danke sagen zu können, aber wirklich den Abend ausklingen zu lassen.